die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Eins der größten und tiefgehendsten Werke der Musikgeschichte. Bei der Grundkonzeption der Montforter Zwischentöne haben wir uns gefragt, wie könnte man eine Festivalkonzeption entwickeln, die sich mit der Region verbindet? Also Fragen auch des Raumes, in dem man agiert, aufnimmt und auf der einen Seite in Kooperation geht mit den Talenten, Fähigkeiten vor Ort und auf der anderen Seite eben neue Einflüsse von außen hereinbringt. In diesem speziellen Fall Matthäus Passion ist es uns darum gegangen, mit zwei der herausragenden Klangkörper von Vorarlberg zu kooperieren, mit dem Ensemble Concertos della Matutina und dem Kammerchor Feldkirch. Und dann aber eben mit einer Inszenierung, mit einer ganz besonderen, mit hervorragenden Solisten, mit spannender zeitgenössischer Videotechnik, das in Zusammenhang bringen. Wir haben Mitwirkende des Konzertes und auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld von Montfort House eingeladen und wir haben die Frage gestellt, wie haltet ihr das eigentlich mit Zivilcourage? Was ist für euch Zivilcourage? Wenn man anfängt, es zu hinterfragen, ist es total interessant, was passiert. In der Eintrittssituation kann man sich diese Statements, diese Erfahrungen, diese Anekdoten anschauen. Auf der anderen Seite wird es nicht innerhalb des Oratoriums, nicht innerhalb des Konzerts, aber quasi nach der Pause ein Gespräch geben mit dem Historiker und der Geschichten zu dieser Emotion des Fanatismus der Gruppe sich mobilisiert gegen einen Einzelnen sprechen wird. Er hat auch dort wiederum ganz eindeutig gesagt, für die deutsche Armee kämpfe er nicht. Der Krieg, der geführt werde, sei ein ungerechter Krieg und da möchte er nicht dabei sein. Er wurde dann nach Berlin gebracht und von einem Militärgericht zum Tode verurteilt und am 21. Juli 1941 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Was ihr gekreuzigt werdet. Es ist das Leiden und das Sterben Jesu. Also die zentrale Botschaft letztendlich des Christentums. Und das sind ganz klare Stationen, die Bach auch so in seiner Musik aufnimmt und überhöht, indem zusätzlich zum Bericht des Evangeliums die Choräle, die von der Gemeinde gesungen werden, das Geschehen reflektieren an entscheidenden Punkten. Und dadurch ergeben sich sehr klare, natürlich auch für den Bach, auch wichtig für die Zeit, auch klare theologische Aussagen. Er hat es in seinem Leben nicht leicht gehabt und war trotzdem ein lebensfroher Mensch. Er hatte Familie, er hatte Kinder, er hat mit Leidenschaft musiziert und er hatte diese, ich sage jetzt mal, diesen speziellen Draht nach oben. Mein Gefühl ist, dass es bei Bach eigentlich immer um alles geht. Es gibt fast keine Musik, die irgendwie nebensächlich wäre, sondern er berührt immer wieder ganz tiefe Schichten eigentlich des menschlichen Seins. Und deswegen ist auch so eine Passion für Menschen berührend oder kann sehr berührend sein, die eigentlich gar nicht religiös sind. Ich finde besonders spannend die Dichte der Erzählung in der Matthäus Passion und auch der Wechsel zwischen diesen verschiedenen Situationen, also zwischen dem Erzähler, das ist nur einer, das ist ganz fokussiert auf diese eine Person und dann plötzlich wird die Bühne ganz hell und es gibt zwei Chöre, zwei Orchester, die miteinander Musik machen. Es geht natürlich um den Sog der Masse und da kommt eigentlich alles vor, was heute aktuell diskutiert wird. Also ein bisschen zu Fake News. Es gibt einen Choral, wo es heißt, behüt uns vor diesen Lügen. Also lieber Gott, behüte uns, dass wir nicht auf diese Lügen hereinfallen. Für mich ist die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach eine Einladung, sich berühren zu lassen, sich selbst auch zu hinterfragen oder einfach mal mit der Seele wegzufliegen für einen kurzen Moment. Das sind Momente, wo die Zeit stehen bleibt für mich.
Zwar Bach steht im Zentrum seines Passions- und auch seines Glaubensverständnisses. Die Arie, aus Liebe will mein Heiland sterben. Also letztendlich ist das Thema, dass Jesus in dieser grenzenlosen Liebe zu uns Menschen diesen Tod, diesen Opfertod auf sich genommen hat. Das ist letztendlich auch die zentrale Aussage, die Bach liefern möchte. Ein entscheidender Punkt ist einfach, Betroffenheit auszulösen. Also, dass der Zuhörer aus seiner passiven Rolle, dass er aus der im Grunde rauskommt. Ich glaube, dass die Musik einen in dunklen Stunden viel Kraft geben kann, die einem wieder die Kraft gibt, die man vielleicht dann auch in Form von Zivilcourage braucht. Zivilcourage im eigentlichen Sinne heißt natürlich, dass man in einer Situation für etwas einsetzt, ungeachtet der Folgen, die das für einen persönlich haben kann. Und das schwingt natürlich auch mal mit, weil in so einer Atmosphäre, die total aufgeheizt ist, die von Gewalt nur so strotzt, ist natürlich die Frage, wäre man dabei gewesen und hätte man tatsächlich diesem Sog widerstanden.